Hallo und herzlich willkommen zurück zum Two Point Campus. Solange sie es können, wenn sie es können. Oh je, oh je, hier ist aber ganz schön viel, was man noch wegräumen muss. Achso, nee, das Zimmer wollte ich jetzt nicht holen. Ich wollte eigentlich, dass das gereinigt wird, aber okay. Ich wollte eigentlich Palia aufnehmen, aber da die Server nicht wollen, dass jemand drauf ist und einen immer wieder rauskicken, sobald man aus sein eigenes Haus rausgeht, habe ich gedacht, nehme ich noch eine Folge Two Point Campus auf. Starte ein Studienjahr. Wie soll ich denn ein Studienjahr starten? Moment, Studiengänge verwalten. Neuen Studiengang hinzufügen. Ich muss jetzt erstmal wieder überlegen, weil ich habe ein paar Tage jetzt nicht mehr gespielt. Virtuelle Normalität. Studiengang starten. Achso, ist schon ausgewählt. Eine neue technologische Ära ist angebrochen und sie wird deinen Blick auf und durch Brillen völlig auf den Kopf stellen. Studierende können auf ganz neue Art erleben, wie es sich anfühlt, an einem Ort zu sein, an dem man gar nicht ist. Entdecke neue Welten über das Schuhebinden in einer unglaublich komfortablen und völlig privaten virtuellen Welt. Hört sich irgendwie, einer heißt Streber, Klassenklau, Neutral, Schnösel, Goff und Rebell. Ach so, dann war das gar nicht Clowny, sondern dann war das der Klassenclown. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Wir starten mal den Studiengang. Muss ich hier eigentlich nur bestätigen, ne? Forschologie war wahrscheinlich der vorherige. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Demnächst wird sich uns eine weitere Gruppe Studierender anschließen. Es ist wichtig, dass wir mit unserer stetig wachsenden Studierendenschaft Schritte halten. Okay. Kaufe ein neues Grundstück für das zweite Jahr auf dem Campus. Ah. Okay. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mache. Moment, ist das hier drunter? Nee, oder? Das ist Nachricht öffnen. Ah, können wir das hier kaufen? Ist das das Einzige, was wir kaufen können? Oder gibt es noch andere Grundstücke? Naja, sieht so aus, als ob wir das hier nur kaufen können, ne? Leer 10.000. 20.000 mit Gebäuden. Mal mit Gebäuden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Jetzt planiert ihr hier erstmal alles weg. Und wo ist jetzt das Gebäude? Ihr hört Radio Campus und ich bin Felicity Bellbottoms. Die Stimme zum Soundtrack eures Erwachsenwerdens. Das wird hier tatsächlich alles wegplaniert. Mit allen Höhen, Tiefen und Blamagen, die dazugehören. Und hier ist der perfekte Song dazu. Ah, okay, also er hat dann quasi schon mal den Grundriss gebaut. Ja, das ist nicht schlecht. Ich meine, gut, die haben dann nicht... Aber die haben ja hier von draußen... Haben sie ja überall eigentlich genug, denke ich mal, oder? Wo sie dann rausgehen können. Prüfe vor dem Start eines neuen Jahres, ob du alle Campus-Anforderungen erfüllt hast. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Ich weiß, was mich am ersten Teil immer so gestört hat. Dass die immer genau dann reinreden. Wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. So, Vorlesungssaal. Öffne das Baumenü. Ja. Vorlesungssaal. Hier, ich weiß gar nicht, wie viel Geld. Achso, da unten. 300. Der muss 4x4 groß sein. Die Frage ist jetzt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir den irgendwo hier relativ am Eingang machen. Ne? Ich weiß nicht, wie groß der jetzt bei dem anderen war. Ich mach den mal 6x6, oder? Sollen ja viele da drin studieren. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen... Ach, das ist dieses Podium. Okay. Ja, hier sollen die Leute eigentlich reinkommen. Das heißt, die sollen mit dem Blick nach draußen sein. Ungefähr so ist die Mitte. Oder ziemlich genau so. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Mhm. Wunderbar. Ach, das kann man gar nicht vergrößern hier, oder wie? Das müsste ich ja eigentlich nach hinten machen, oder? Obwohl da hinten... Wie ist das denn hier? Ist das da ganz hinten drin? Das ist ganz hinten drin, ne? Ja, es ist ein bisschen blöd, dass die da ein Fenster drin haben. Ich weiß nicht, warum die da ein Fenster haben. Machen wir das mal so.
Tür. Zack. Was bist du denn? Nee, das ist nur der Grundraum, glaube ich, den ich jetzt drin habe. Okay. Ich würde gerne noch eine Tür reinmachen, damit man von links und von rechts rein kann. Ich weiß nicht, ist kein Muss, aber, ne? Was ist mit dem? Das kann ich nicht vergrößern, oder? Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Also eigentlich brauchen wir den Raum gar nicht so groß zu machen, glaube ich, weil das ist sowieso nur so klein. Wir könnten aber, damit das ein bisschen schöner ist, können wir das hier nicht reinmachen? Doch. Ich wollte gerade sagen, damit das hier so ein bisschen schöner ist, damit sie sich ein bisschen wohler fühlen. Offenbar wurden auf dem Campus mehrere Individuen beim Verspeisen lecker aussehender Baguettes gesehen. Die große Frage ist nun also, wo gibt es diese lecker aussehenden Baguettes? Das wissen wir nicht, aber bleibt dran. In der heutigen Show werden wir einige Theorien mit euch teilen. So, haben wir auch schon mal Mülleimer reingestellt, damit die dann auch den ganzen Kram direkt wegwerfen können, den sie dann mitbekommen, ne? Das ist ganz wichtig. Sonst haben wir jetzt hier nichts freigeschaltet. Dann würde ich sagen, eröffnen wir den mal. Wobei wir das vielleicht ein bisschen weiter hätten nach vorne stellen sollen. Ist ein bisschen weit weg, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich würde sie jetzt beim nächsten Mal nicht mehr so groß machen. Ach, guck mal, hier haben sie auch Pflanzen reingemacht. Ich würde es nicht mehr so groß machen. Ich hatte gehofft, dass man das hier vielleicht noch ein bisschen größer ziehen kann, aber das sieht nicht auf Objekt anpassen. Ne, da kann man nur die Farbe anpassen. Kopieren, holen oder verkaufen. Was ist denn mit dem... Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Was ist das jetzt? Achso, Kalender. Nee, nee, okay. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal so. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das VR-Labor. Das VR-Labor müssen wir da reinmachen. Das ist dieses neue. Da brauchen wir 5x4 für. Da ist die Vorlesung. Eigentlich sollten die ja hier schlafen. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre jetzt genau der Platz hier. Ich müsste allerdings auch noch eine Toilette machen. Fällt mir gerade ein. Toilette und Bibliothek sollten wir vielleicht am Anfang machen. Das heißt, den VR-Raum. Was habe ich gesagt? 5x4. Machen wir mal eins größer. So. Nur für alle Fälle, weil, ne? So, da haben sie eine Tür. Dann Hausmeister bei den WCs benötigt. Machen wir das mal relativ mittig da rein. So, Frage ist, brauchen wir da sonst noch irgendetwas? VR-Stuhl. Ah ja, okay, das ist bestimmt nicht schlecht. Was ist das denn hier? VR-Schreibtisch. VR-Headset. Nehmen wir erstmal einen Schreibtisch. Ich glaube, der ist nämlich etwas größer so. Tu mir die mal so in die Ecken. Ist jetzt die Frage, wo die Stühle reinpassen. Ich würde nämlich normalerweise sagen, stellen die Stühle. Die brauchen eigentlich keine Fenster, Leute. ich weiß nicht, ob die da noch rumlaufen können, wenn ich die hier hinstelle. Das ist das Problem. Nee, 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 nee. Ich wollte, hier, genau, ich wollte das Fenster. So, machen wir das von der Seite rein. Ganz clever. Nee. Jetzt hat Wanda die neue. Damit man von da aus reinschauen kann. Und. Wieso kann ich den da jetzt nicht mal. Kassetten sind in. Ja, ich meine die kleinen rechteckigen Dinger, die ihr momentan alle hört. Einfach fantastisch. Ja, gut, okay. Streaming ist unendlich, aber Kassetten. Kassetten enden. Versteht ihr? Sie enden. In einem Moment hört ihr noch Musik und urplötzlich BÄM! Alles aus. Genau wie bei uns. Ah, und schon sind sie wieder out. Achso, Dozenten. Ja, ja, Dozenten, genau. Die brauchen wir auch noch. Mitarbeiter. Hausmeister, das ist natürlich die Frage. Hier, der ist VR. Wunderbar. Hat auch eine stählerne Blase, das ist immer gut. Und hat 5% Chance, die Leute zu inspirieren. Ja, den nehmen wir doch. Der muss aber nicht hier rein, sondern der muss hier hin, oder? Dozent, zack.
Starte ein Studienjahr. Folgejahr starten. Zack. Möchtest du das neue Jahr wirklich mit den folgenden Studiengängen starten? Ja, möchte ich. Studiengang Punkte ausgeben. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt genau ist, aber ja, ja, möchte ich auf jeden Fall. Oh, oh nein. Ich habe noch was vergessen. Ah, ich bin so blöd und ich rede extra noch davon. So, 2x2 wollte ich gerade nicht machen, sondern 3x3 muss es auf jeden Fall sein. Tür. Bett. Nee, Schrank ist, Schrank ist zweitrangig. Erstmal brauchen sie was, um auch studieren zu können. So. Moment, falsche Taste. Dann machen wir den. Wie konnte ich das Ganze jetzt nochmal drehen? Moment, ich muss hier nochmal. Ich drehe das jetzt einfach so. Mal so rum. Zack. So. Ja. Das hier, das Fenster, brauchen wir nicht. Das verkaufen wir erstmal. So. Nochmal ein Schlafsaal. Zack. Mit einer Tür. So. Einmal das. Dann das. Dann drehen wir das Ganze eben um und stellen den auch noch da rein. Er hat gerade eine Banane da reingetan, oder? Hat der gerade eine Banane da reingetan? Wir sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kein Druck. Badezimmer. Badezimmer, ganz wichtig. Brauche ich 2x1 für. Ja gut, wir müssen ein bisschen größer machen, ne? Wir müssen jetzt. Die Toiletten haben, glaube ich, nur eins gebraucht. Ich mache es trotzdem so. Dann die Tür. Soll ich mal hier oben? Dann die Toiletten entsprechend. Ja, genau, die haben nur eins gebraucht. Entsprechend hierhin. Dass auch genug da sind. So, dann haben wir einmal die Waschbecken. Moment, die tue ich mal hier so ein bisschen. Mehr zusammen. Wir müssen Platz sparen. Das weiß ich nicht. Moment, wir brauchen den Händetrockner. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Und die Seife. So. Achso, das ist ein anderer Mülleimer. Okay. Dann machen wir hier noch einen Mülleimer hin. Neu im Cromleys Studentensortiment. Oh. Hühnchenstampfer. Man nehme die geschmeidigste Hühnchenmasse von Cromleys knochenlosen Hühnern, füge unsere höchst geheime Gewürzmischung und eine Prise Stabilisierungsmittel hinzu und bam! Das sind Cromleys Hühnchenstampfer. Die Panade macht's schmackhaft. Egal, was drin steckt. Genau wie bei Muttern. Ja, wir nehmen dieses Poster. Man soll sich hinsetzen und nicht im Stehen pupsen. Erinnerung an alle Studierenden. Der Regen ist geil. Ist nicht meine Schuld. Wer von euch hat nicht aufgegessen? So, das ist echt geil. Allerdings muss ich sagen, ich muss es nicht so weit rausziehen. Also es würde reichen, ja, wenn man es 3 breit macht. Doch, das ist eine gute Breite, glaube ich. Aber die Höhe ist schon okay, damit halt eben mehr tatsächlich da rein können. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Bibliothek, genauso wie wir das im Vorfeld auch gemacht haben. Personalzimmer, oh, das darf ich auch nicht vergessen, genau. 3x3 soll die mindestens haben. Wir möchten die natürlich etwas größer haben. Oh. Ah, Mist. Nein, nein, nein. Mach die mal. Ja, ja, ich will es ja löschen. Ich dachte eigentlich, dass die hier vorne angesetzt war, aber sie war nicht hier vorne angesetzt. So. Ganz wichtig, da kann man rein. Dann. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Rezeption. Wie stellen wir die jetzt am besten dahin? So dass ich die. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Sternebewertung erhöht. Das finde ich toll, aber verstehe ich jetzt gerade nicht. Worum geht's jetzt hier?
Neuer Campus freigeschaltet. Ah, okay. Hotdog-Kiosk freigeschaltet. Neues Objekt freigeschaltet. Also ja gut, das ist der Hotdog-Kiosk. Kaffeekiosk Wahlbrunnen. Okay. Habe ich die jetzt bekommen hier unten? Das wäre natürlich cool. Das muss furchtbar spannend für sie sein. Die Bewohner von Freshlade haben jetzt noch etwas, worauf sie stolz sein können. Neben ihrem Kanal. Bravo. Herzlichen Glückwunsch und so weiter. Aber werden sie jetzt bloß nicht zu selbstgefällig. Dies ist ihr erster Campus. Und ehrlich? Das sieht man. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass man das sieht, ich weiß es. Moment, fortfahren, genau. Ich bin hier gerade noch. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. So. Ich weiß nicht wie, aber es hat sich gerade gedreht. Das ist schon mal sehr gut. So, wie machen wir das jetzt am besten? Das sind die Computerkabine und Lehrbuchkabine. Na ja, gut, Computer brauchen sie vielleicht auch. Lesekabine. Ist es da zu leise? Eigentlich brauchen wir Lehrbuch, oder? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Bücherregale. Wobei wir die, glaube ich... Wir hätten hier doch hinten die... die Kabinen hatten wir... Wir hätten das auf jeden Fall viel größer, das weiß ich. Moment, ich muss nochmal eben nachgucken. Wir hatten die so in zwei Reihen gestellt... Und dann dahinter die Dinger gemacht. Würde ich sagen, mache ich das jetzt am besten auch. Und wir haben euch Theorien versprochen und jetzt ist es soweit. Augenzeugen berichten, dass ein Imbisswagen auf dem Campus geparkt hat, wo nebst anderen Backwaren auch Baguettes angeboten wurden. Eine unschuldige Passantin berichtet von dem Schock. Urplötzlich tauchte dieser Wagen auf und ehe ich mich versah, war er wieder weg und ich hatte ein lecker aussehendes Baguette in der Hand. Da habt ihr es also. Man sagt ja, ein Blitz schlägt selten zweimal an der gleichen Stelle ein. Aber vielleicht sind uns die Backwarenwagen ja gewogener. Lernen. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich PCs drin brauchen. Buchausgaben fürs Personal. Das könnten wir vielleicht mal. Ach so, fürs Personal, ja klar. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen die Lernkabinen da rein. So, Lernkabinen. Ne? Soll's nicht kollidieren, du sollst hier... Ja, sind jetzt ein bisschen blöd. Die rasten ein bisschen blöd ein, muss ich sagen. Oh, was ist das? Riesige Bibliotheksrezeption. Das ist cool. Bibliotheksanschlagsbrett. Wäre nicht schlecht, oder? Ich meine... Aber, achso, für 800... Achso, das ist schon freigeschaltet. Ah, okay. Plus 8% Lernvermögen. Jetzt habe ich das natürlich zu spät gesehen. Ich würde sagen, aber für 100, wie viel haben wir? 320? Hm. Bücherregal der Vorschulogie. Hausmeister bei den WCs benötigt. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Nehmen wir mal das noch. Die haben wir jetzt natürlich hier nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber sollten wir auf jeden Fall... Ach, dann habe ich das doch eben mit XY gemacht. Ah, okay. Aber dann kam das auf einmal dazwischen. So, dann haben wir zumindest eins davon. Ach nee, warte mal. Oh. Für Forschologie. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wir jetzt hier brauchen, oder? Moment. Obwohl, es ist unter der Bibliothek. Es ist nur unter der Bibliothek, ne? Das kann man alles in die Bibliothek machen. Es verwirrt mich ein wenig gerade. Das kann ich nicht mehr stellen, ne? Oder? Da kann ich es noch stellen. Sieht zwar doof aus. Zur Erinnerung, ist wahrscheinlich, man na, gut, ist, was man ist. Wer also Müll in sich reinschaufelt... So, wir brauchen Personal. Wir brauchen Personal. Ist da niemand drin? Moment. Lehrbuchkabine, lernt aus Büchern. Gameplay-Effekt, keine. Objektwerte will ich nicht haben. Ich hätte gerne jemanden, der da reinpasst. Aber hier ist keiner.
Neuer Bewerber in 5 Tagen. Okay. Was ist denn hier mit... Ach so, das war dieser Dozent, genau. Den hatten wir ja eingestellt. Hausmeister, genau. Und Hausmeister bräuchten wir noch. Haben wir hier einen? Nee, wir haben hier nur... Das ist natürlich schlecht. Das ist auch wieder so einer. Das ist doof. Forschologie, da habe ich aber hier keinen Platz für, ne? Hausmeister bei den WCs benötigt. Jetzt ist meine große Frage... Ich meine, gut, wir haben hier oben... Oh, was ist das? Ja, Bibliothek benötigt Assistenz. Das ist mir schon klar. Ich habe hier aber keinen. Dankeschön. Freischalten ab. Ich weiß nicht, was das für eine Stufe ist. 10 Gebäudestufe oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Moment, ich habe hier alles... Wunsch nach Parkbank... Tag der offenen Tür, Forschologie. Moment, ist das eine? Eine Gruppe angehender Studierender interessiert sich für Forschologie und möchte den Campus besuchen. Ja, machen wir doch gerne. Eine Parkbank. Ja, ist kein Thema. Ist das egal, wo ich die hinbaue? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich könnte theoretisch auch hier eine hinbauen, oder? Wenn die so... Erinnerung Zack. An alle. Zack. Ihr müsst niemanden so. Fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Wir erwarten Unkrautbefall. Das ist schlecht. So, was haben wir denn noch alles? Monatlicher Gewinn? Ja, lass mich das doch mal lesen hier. Bilanz. Mitarbeitergehälter. Okay. Unkrautbefall. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich weiß nicht, wann ich da einen, Hausmeister bekomme. So, veralterte Theorien. Benötigt Schriftgutarchiv. Benötigt Bibliothek. Freischalten und platzieren. Ja, ist die Frage, haben wir dafür Platz? Nein. obwohl hier, ja doch, hier können wir noch. Ich weiß nicht, warum man das da so reinquetschen kann, aber es ist okay. Ricky Hawthorne. So, was haben wir noch? Hier auf Two Point Radio. Hallo, hier ist Ricky Hawthorne auf Radio okay. Two Point. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, führen nachrichtenarme Zeiten zu unnötigen Eine Liebesbank. Fragen? Ja, sie wollen eine Liebesbank. Sie bekommen entgehen. Eine Liebesbank. Ich weiß nur noch nicht genau, wo. Draußen ist es etwas nass. Bitte plant euren Tag entsprechend. Ach so, haben die wirklich angefragt? Weil die haben nämlich jetzt keinen... Ich habe mich schon gewundert, dass das so viel ist. Okay, wir haben direkt eine Liebesbank. Die kommt direkt daneben, Leute. Ja, jeder Campus braucht eine... Ihr braucht gar nicht zu klatschen. Jeder Campus braucht eine Liebesbank. Das ist mir schon klar. Hier oben stellen wir auch direkt nochmal eine hin. Es sieht zwar alles ein bisschen lächerlich aus. Aber wir sind ja auch beim Two-Point-Campus. Also von daher. Campusstufe... Durchschnittliche Schlafbewertung. Inspekteur verlässt Campus. Oh, oh, oh. Hier ist kein Hausmeister. Hier ist überall Müll. Ich muss hier... Oh Gott, ich habe hier gar nichts. Ach, ich habe den total vergessen. Moment, Personalzimmer brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wo quetschen wir das denn jetzt noch hin? 3x2. Hausmeister bei den WCs benötigt. Haben wir den da... Und dahinter... Ja, wir machen mal 3x2 und dann hier den Eingang. Ist jetzt die Frage, was brauchen wir denn da noch? Die Couch. Und Ablagefächer sind natürlich ganz wichtig für sowas. Und Mülleimer ist natürlich auch noch wichtig. Kann ich wegen der Tür... Achso, wegen der Tür. Moment. Wegen der Tür nicht hinstellen. So... Dann machen wir natürlich auch noch keine Mülleimer am Eingang, weil der gesperrt ist. Hallo, kann ich hier vielleicht mal raus? So, so da noch 2 Mülleimer. Achso, und die sollten vielleicht in ihren Zimmern auch Mülleimer haben, ne? Weil sonst sauen die das dann nämlich auch alles ein, wie blöde. Studierende so, werden gebeten, dann. Zu bitten statt zu fordern. Kommt doch mal hier rein.
So, da haben wir auch schon Mülleimer drin. Und wir sollten dann auch nochmal einen Mülleimer dahin tun, wo wir keinen Platz haben, nämlich in die Bibliothek. Dann machen wir da... Oh, das passt auch wieder nicht. Dann machen wir den... Wir quetschen den einfach hier rein. So. So, da noch ein Mülleimer. Damit ihr nicht überall was, ne? Dann ein Blurb-Automaten. Vielleicht hier auch nochmal einen hin. Und dann da auch nochmal. So, das ist hier so. Und es sollte eigentlich noch diese was gemütlich Woche habe ich sein. Die Boogie Knights zu Gast. Diese in Metall gehüllten Meister des Funk sind so galant wie groovig und bringen groovige Galanz in jede Plattensammlung. Das Revival des Rittertrends ließ Jahrhunderte auf sich warten. Doch nun ist es endlich soweit. Also Kids, immer schön ritterlich bleiben. So, wir stellen hier mal ein kleines Buffet noch auf. Wo sind denn diese Tische? Hä, ich hatte doch so Tische, wo die sich dran setzen konnten. Wo sind die denn hin? Ach, ich bin doch im Personalzimmer. Oh. Ich bin immer noch im Personalzimmer. Wieso sagt mir das denn keiner? Gut, wir haben jetzt neu einen Kaffeekiosk. Getränke, Gesundheit, Toilettenkomfort ist natürlich nicht so schön. Kaffeeschub benötigt einen Assistenten. Wieso brauchen wir da einen Assistenten für? Wasserspender. Wasserspender ist natürlich gut. Den können wir mal wieder nicht dahin stellen, wo wir wollen, weil der sehr viel Platz braucht. So, Moment. Stellen wir hier noch einen Wasserspender. Oder da am besten zwei Wasserspender auf. So. So, dann... Genau, die hier meinte ich nämlich. Sozialer Tisch. Die könnten wir ja eigentlich so ein bisschen mitten rein machen, oder? Weil hier würde ich gerne noch ein Zimmer machen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Könnten wir das doch hier so noch hinstellen. So, und dann noch ein bisschen verschönern das Ganze. So, da darf ich wieder nicht, ne? So, und da auch nochmal eine Pflanze hin. Zack. Wir haben halt jetzt nicht so viel Platz für Pflanzen. Was ist denn mit Clowny los? Hat der jetzt hier den ganzen Mist hingeworfen oder was? Hallo? Geht's noch? So, Moment. Da stellen wir mal ein paar Pflanzen hin, damit die sich da auch so ein bisschen besser fühlen. Ach, wir müssten eigentlich... können wir das hier noch reinquetschen oder so? Genau, dann quetschen wir hier noch ein paar Pflanzen rein, bei denen in die Zimmer. Und in den Personalraum. Da wäre es natürlich auch ganz schön, wenn da auch noch mal eine Pflanze stehen würde. So. Hausmeister dann. Im VR-Labor benötigt. Achso, haben wir jetzt mittlerweile einen Bewerber hier? Immer noch nicht. Oje, oje, oje. Was kommt denn jetzt wieder hier? Jetzt sollen wir doch einen Kaffeekiosk machen. Na super. Ich würde mir gerne etwas von einem Kiosk kaufen oder einen Imbisswagen oder einen Kioskwagen. Ja, bleibt doch mal bei einer Sache. die müssten aber nach draußen, denke ich mir mal, oder? Weil wenn das so ein Kioskwagen ist... Aber wo stelle ich den jetzt am besten hin? Hier vielleicht so? Kann ich außerhalb des Grundstücks... Achso, Grundstückbereich. Achso. Moment. Ich habe kürzlich ein Wochenende in einem Luxushotel auf Pebbly Island verbracht. Einer wunderschönen Ecke unseres an Ecken so reichen Countys. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ricky hat sich aber verändert. Ja. Und Sie haben recht. Neulich geriet ich sogar mit meinem Spiegelbild aneinander und fragte... Redest du mit mir? Du laberst mich an? Kein Witz. Darf ich jetzt mal was sagen, bitte? Danke. So, der Tag der offenen Tür war ein Riesenerfolg. Diese Studierenden sehen uns jetzt als einen wichtigen Teil ihrer Zukunft und sind uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sehr schön. Neue Opfer. Sehr, sehr schön. Dann Clowny. Clowny McPiper wünscht sich eine halbrunde Bank. Ja, auch wenn ich jetzt nicht mehr Hinweis, so viele von diesen Dingern habe. Ist keine Zahnbürste.
Machen wir mal die halbrunde Bank. So ein bisschen so direkt daneben, würde ich sagen. So, eine reicht ja, ne? Mehr wurde hier nicht gewünscht. Stammbaum. Verzeihung, könnten wir uns vielleicht ein kleines Sümmchen dafür leihen? Es ist immer das Gleiche. Man hat Geld ohne Ende, aber nie etwas übrig. Persönliche Zielanfrage von Ebenezer Cashcard. Keine Ahnung, wer das ist. Können wir aber machen. Ich weiß nur nicht, wohin. Ach so, hierhin dann. Kann man den? Ja, wir können den sogar... Guck mal, können wir sogar daneben hängen. Ist doch wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oha, die Emma wünscht sich eine Neongitarre. Die Emma ist vermutlich hier, nehme ich jetzt. Die Emma? Nein. Die Emma arbeitet hier im... Nee, ungültiges Zimmer? Hinweis. Ach, hier. Kein okay. Zimmer mit eigenem Bad. Aber das ist doch gar nicht das Zimmer von der Emma, oder? Wir machen die Neo-Gitarre einfach überall hin. So, das sieht dann cool aus. So, das ist doch super. Gut, das ist das Einkommen. Karriereziel erreicht. Forschologie. Lasst 100 Forschologie-Studenten aufsteigen. Das haben wir gemacht. Okay, Belohnung einfordern. Sehr schön. Das wäre dann das hier, denke ich mir mal. Und wir müssen noch entsprechend viele für die virtuelle Normalität kriegen. Okay, Belohnung einfordern. Ja, cool. Sehr schön. Hier ist es übrigens noch sehr leer, aber wir könnten natürlich auch gucken, dass wir Sachen vom anderen Campus darüber kriegen. Ja, das Bett hier müsste mal dringend repariert werden. Das Problem ist, ich kriege hier... Oh, Moment. Hausmeister in Hausmeister der Bibliothek rufen. Benötigt. Ah, sehr schön. Den kann ich rufen. Zack. Das war die falsche, die ich jetzt ausgewählt habe, oder? So. Da müssten wir den dann auch nochmal für rufen. Zack. Jasmine. Ja, bitte? Odyssey. Wie knüpft man an das meistverkaufte Album von Two Point County an? Mit noch mehr Songs natürlich. Mehr Songs. Jasmine Odyssey präsentiert noch mehr Songs. Oh. Ups. Jetzt habe ich aus Versehen den Assistenten hier rübergezogen. Aber die haben eine größere Bibliothek. Ich muss den auf jeden Fall drüben lassen. Ja, das Problem ist halt... Moment, Personalverwaltung? Nee, das ist Verwaltung. Ich brauche einen neuen. Das Problem ist halt, wir brauchen einen Assistenten. Vielleicht kommen die auch erst wieder neu, wenn wir die gelöscht haben. Ich bin mir nicht sicher, aber wir brauchen ja eigentlich nur einen Dozenten, oder? Ich meine, der kann nicht allzu viel. Der hat anscheinend eine schlechte Blase, so wie der aussieht. Was ist mit dem hier eigentlich? Bewegungstempo, Lehrkompetenz, bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Schwache Blase allerdings. Na gut, andererseits, wenn er sich schneller bewegt, ist das vielleicht nicht unbedingt schlimm. Ich würde sagen, den stellen wir auch noch ein. Vielleicht kann der ja noch mal andere Vorstellungen halten. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Na, komm, komm, komm. Sag mal bitte, ist es ein Hausmeister oder einer hier für die Bibliothek? Sonst drehe ich im Rad. Wieder nicht. Oder bin ich hier irgendwie... Nee, ich bin doch unter alle. Ach, ich bin... Oh, mein Gott. Ich lasse die hier alle hängen, weil ich auf den falschen Reiter geklickt habe. Beziehungsweise den vergessen habe. Ich bin so doof. Bewegungstempo, die ist 23. 23. Oh, komm her. Du musst da... Genau... Das müssen wir auch direkt noch machen. Oh, dann stellen wir noch ganz schnell einen Hausmeister ein, bevor ich die Folge gleich beende. Ich bin so ober... 90% Kompetenz. So. Ja. Und hier. So. Eieieiei. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin innerlich wahrscheinlich noch so sauer darüber, dass ich Palia immer noch nicht weiter aufnehmen konnte. Dass ich hier jetzt total vergessen habe. Ah, ja, ja, ja. Wir machen hier... Ach so, einen Aufenthaltsraum wäre auch nicht schlecht, ne?
die nicht rund um die Uhr büffeln müssen. Die Frage ist, reicht das mit denen hier oben? Sonst würde ich tatsächlich einen Aufenthaltsraum machen. Ich weiß halt nur nicht, wie viele hier rein können. Ich mache mal einen Schlafsaal. Ich glaube, das ist doch besser. So, die Tür dahin. Jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken. Die ist jetzt doch ein bisschen weit nach rechts. Schrank. Ja. Ich weiß nicht, warum der jetzt automatisch den Schrank gewählt hat, aber das ist gut, weil den wollte ich hier hinstellen. So, dann... Hausmeister bei den Witzis benötigt. Einmal noch das Bett rein, den Schreibtisch rein. Doppelsprungbett. Keine Schuhe, kein Hemd, kein Springen. Hallöchen! Was ist das denn? Aber da brauche ich 150, das freizuschalten. Das ist schon... Ach so, Spinde, genau. Spinde wären natürlich nicht schlecht. Das passt nicht mehr, ne? Nun zu den Nachrichten und der heutigen Top-Story. Nee. Wieder erlangte vertrauliche Regierungsdokumente als Aufschnitt entlarvt. Schade, aber immerhin ein salziger Silberstreif am Horizont. Mangelnde Cybersicherheit erträgt man mit einem leckeren Stück Schinken doch gleich viel leichter. Ein salziger Silberstreif, das passt doch super. Ach so, die müssen wir natürlich auch irgendwann noch freischalten, ne, wenn die das haben möchten. Kostet alles 20, ist natürlich so die Frage. Perfekt geeignet für schmutzige, schmutzige Wäsche. Abgesehen davon, dass ich noch nicht abgeschlossen habe, wir brauchen natürlich auch noch einen Mülleimer. So, und eine Pflanze, damit es so ein bisschen schöner aussieht hier drin. Zack. So. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Assistent B+, sind das unsere Noten? Bitte. Danke. Den müssen wir übrigens mal dabei beobachten, was der da eigentlich macht. Er findet es super. Er findet es ganz toll, so wie es aussieht. Bibliothek benötigt einen Assistenten. Wie, wo, was? Der hier oben, oder was? Echt jetzt? Warum das? Zu viel los, oder was? Ja, würde ich sagen, das ist doch hier Lernboost, ne? Genau. Nehmen wir den... Und hauen den noch hier rein. So, zack. Habe ich jetzt wirklich so viel noch frei? Ich muss da echt auch mal ein bisschen bauen hier in diesen Hauptdingen. Mein gut, zweites Studienjahr, da lernen sie halt was anderes. Na, das Studienjahr ist vorbei. Die Ergebnisse sind da. Die Jahresabschlussfeier beginnt in Kürze. Ja! Prüfungsnotendurchschnitt. 30 sind im Studium geblieben. Und das war genau das Gleiche. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell ins Menü rein, damit sich da jetzt nicht noch mehr tut. Ja, damit die Folge nicht zu lange wird. Und das war jetzt wirklich der perfekte Abschluss gerade. Das war jetzt absoluter Zufall. Aber der perfekte Abschluss. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen kurzen, schnellen Cut und wir sehen den nächsten Teil. Dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.